Sie haben sicherlich schon von Bachblüten gehört oder vielleicht auch selbst angewendet. Bachblüten bieten den idealen Gegenpol zu unserem stressigen Alltag. Denn diese Mittel verhelfen oft, innere Unruhe, Angst und Spannung zu verändern. Das und noch vieles mehr im nun folgenden Beitrag. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, um heute etwas mehr über die positive Wirkung der Bachblüten auf Körper, Geist und Seele zu erfahren. Die Bachblütentherapie gehört zu den alternativen naturheilkundlichen Methoden und sie wurde vom englischen Arzt Dr. Edward Bach, daher kommt auch die Bezeichnung, entwickelt, der zwischen 1886 und 1936 in der Nähe von London gelebt hat. Dr. Bach war ein anerkannter Mediziner, Immunologe, Bakteriologe, Unfallchirurg und hatte wirklich große Erfolge. Aber trotz dieser Erfolge hatte er eine Vision. Er wollte eine möglichst einfache Methode entwickeln, die in der Lage sein sollte, die seelischen Ursachen von körperlichen Beschwerden zu beseitigen. Denn seiner Meinung nach war nämlich Krankheit die Folge von einem Ungleichgewicht zwischen Persönlichkeit und Seele, ausgelöst durch negative Gemütszustände wie Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, Traurigkeit, Schuldgefühle, innere Unruhe, Ungeduld und so weiter. Und vielleicht hast du das selbst schon bei dir einmal beobachten können, dass es zum Beispiel zu Bluthochdruck kommt infolge von Stress, Ungeduld oder Hektik. Oder zum Beispiel zu Magenschmerzen, weil du dich in der Firma fürchterlich geärgert oder über irgendetwas aufgeregt hast. Oder zum Beispiel, dass es zu Ein- oder Durchschlafstörungen kommt aufgrund von Ängsten oder Sorgen oder irgendwelchen Unsicherheiten. Ja, und die Bachblüten sind genau da aufgrund ihrer feinen Schwingungen in der Lage, diese negativen Gemütszustände zu beseitigen und dann das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. Das heißt, du erfährst den gelösten Zustand. Wie ist es, wenn ich diese Angst nicht mehr habe? Wie ist es, wenn ich diese innere Unruhe nicht mehr spüre? Wie ist es, wenn diese Ungeduld nicht mehr da ist? Bachblüten können in allen Gebieten angewendet werden oder auf allen Gebieten, in denen eine positive Veränderung erwünscht ist. Und das können jetzt zum Beispiel sein, so unerwünschte Gedankenmuster, wie schon erwähnt, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, Schuldgefühle, Wut, Unzufriedenheit, innere Unruhe und so weiter. Oder aber auch schwierige Lebenssituationen, wie zum Beispiel Probleme im Job, Probleme in der Schule, Beziehungskonflikte, auch der Verlust von geliebten Personen. Wir alle kennen das vielleicht, wie sehr das schmerzt, wie sehr das bis in jede einzelne Zelle des Körpers reicht und uns zum Beispiel die Energie rauben kann. Aber auch zum Beispiel bei Persönlichkeitsentwicklung, wenn man merkt zum Beispiel zu wenig Selbstvertrauen und man lässt viel zu viel Chancen ungenützt verstreichen. Oder aber, dass manche Menschen sich aufgrund ihrer Schuldgefühle das Leben selbst schwer machen, sich regelrecht tyrannisieren. Oder vielleicht aber auch, wenn man merkt, dass man halt wenig tolerant ist, immer und überall seine Meinung sagen muss und dass man merkt, dass das kommt halt beim Gegenüber nicht so gut an. Immer dann, wenn es um Zustände geht, in denen wir uns nicht wohlfühlen, wo wir ganz einfach merken, das möchten wir ändern oder das Leben verläuft halt jetzt ganz einfach nicht so, wie wir gerne hätten, dann können Bachblüten helfen, zum Beispiel auch wieder positiv gestimmt zu sein oder Problemsituationen besser zu überstehen. Eine Bachblütentherapie kann nützliche, stärkende, ausgleichende Impulse setzen, immer dann, wenn es ganz einfach emotional oder zum Beispiel, wenn sich auf der seelischen Ebene viel tut. In der Praxis geht es vor allem darum, zum Beispiel dann dich aufgrund eines Gesprächs mit den passenden Bachblüten zu unterstützen, um Ängste, Unsicherheiten, Stress zu verringern, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu steigern, um dann zum Beispiel den Herausforderungen des Lebens besser gewachsen zu sein und wieder ein positives Lebensgefühl zu erfahren. Alles Liebe, eure Silvia.